Danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch ist nicht so kalt, dass eure Hände ist nicht so kalt, die Füße vielleicht nicht so kalt. Aber das Wichtigste, dass euer Herz bleibt warm, weil das liegt an euch, ein warmes Herz zu haben. Also ich bin Jean-Baptiste Helfer, ich wohne hier in Deutschland seit über 20 Jahren. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Spanier. Meine Frau ist Polin, mein Kind ist Deutsch. Ich bin ein Europäer. Je suis un Européen. Soy un Europeo. Jestem europejskiem. Und ja, wie bunt ist es in Deutschland? Wie offen ist Deutschland zu der Welt? Ich möchte Sie jetzt und heute ansprechen. Ich möchte, dass meine Worte Sie treffen. Sie aktiviert, aufzustehen, für Werte zu stehen. Unsere Werte, die Werte, die hier in Europa über Jahre und Jahrzehnte gearbeitet worden ist, worauf wir stolz sein müssen. Am 24. Februar ist etwas Schlimmes und Schreckliches passiert. Der ganzen Welt, unseres Leben hat sich verändert. Einige meinen, ja, das ist weit weg. Das ist aber in Europa. Wir sind jetzt getroffen. Das war so schrecklich, dass ich unruhig war. Ich konnte nicht aufhören zu helfen. Es war meine Therapie. Wir haben in einer WhatsApp-Gruppe aufgebaut. Wir haben einfach Kisten von der Haustür gestellt. Wir haben Spenden gesammelt. Jeden Tag haben wir ein Auto voll von Spenden gesammelt. Wir haben Medikamente gesammelt. Ärzte haben uns geholfen. Wir haben auch Geldspenden gesammelt. Wir haben eine Gruppe aufgebaut. Wir haben inzwischen fast 5.000 Euro gesammelt, weil wir haben auch Kuchen verkauft. Wir haben jeden Tag über neue Ideen gedacht. Mir ging schlecht, ich konnte nicht in die Kneipe gehen. Das war wie eine Trauer für mich. Einfach zu wissen, das Krieg ist wieder da. Ich habe auch in diesen Tagen eine starke Resignation auch gespürt. Einfach, ich schaue weg. Das ist nicht meine Sache. Das ist nicht mein Volk. Da habe ich gespürt und gehört, am besten dauert das 3 Tage und fertig. Am besten geben die auf. Am besten, das war ein altes Traum. Und das hat mir so traurig gemacht. Das konnte nicht zuhören. Und im Ausland hat man das auch nicht gesagt. Das war meine Therapie, jeden Tag aufzustehen und mich zu fragen, was kann ich leisten für die Ukraine? Das waren meine Taten. Jetzt möchte ich euch ansprechen über die Werte. Die Werte, die so wichtig sind. Ist Freiheit eine Selbstverständlichkeit? Ist Demokratie selbstverständlich? Ist unser Lebensstandard, unser Wohlstand selbstverständlich? Haben wir das alles vergessen, was das Leben ist? Das Leid gibt es noch. Es ist unsere Rechte, in Freiheit zu leben. Das ist aber auch unsere Pflichten. Unsere Vorfahren haben auch durchaus deren Leben gegeben, um dafür zu kämpfen. Wir sind jetzt gefragt, dafür zu stehen. Mir hat das betroffen als Student, als ich hierher kam, die Geschichte von Deutschland. Als Deutschland wurde besetzt, als Deutschland der Krieg die DDR war. Ich habe diese Bilder gesehen. Ich war im Berliner Potsdamer Platz, wo die Leute sind geflogen. Ich habe immer mich verstanden als ein kleiner Beitrag zum Frieden und Freiheit. Ich möchte, dass die Deutschen sich daran erinnern, sich an diese Leute, die aus der DDR geflüchtet sind. Denn das war unsere Geschichte.
Ich will auch dazu sagen, das ist nicht immer einfach. No pain, no gain. Was du hast, es wurde dir gegeben oder du hast dafür gekämpft. Es ist möglicherweise nicht einfach, aber das ist unsere Aufgabe. Und das ist wichtig, dass wir dafür aufstehen. So, das waren meine Taten und das sind meine Werte. Aber was wäre jetzt ohne die Emotionen? Ohne diese Sache, die uns Menschen machen? Diese Menschlichkeit in uns. Diese Empathie und diese Liebe. Jeden Tag, den ersten 30 Tagen, habe ich an die Ukraine gedacht. Habe ich geweint für diese Zivilisten. Für diese Mutter und Kind, die in die Kälte laufen. Aber ich bin stolz darauf, weil jeden Tag habe ich Kraft geschöpft. Kraft, um mich zu engagieren. Engagieren für diese Werte und diese Taten umzusetzen. Das sind drei Punkte, drei Eigenschaften, die wir als Mensch ganz stark sind. Wenn wir diese drei Punkte durchaus leben können, dass wir unsere Werte und unsere Emotionen in Taten umsetzen können, da wären wir wie eine Fackel. Wir können von uneinlicher Energie schöpfen. Und das möchte ich euch jetzt mitteilen mit meinen Worten, weil ich meine, jeder von uns kann das haben, kann das machen. Erinnert euch an diese kleinen Mädchen, die in einem Keller in Kiew da gesungen hat über Frozen und letztens in Warschau ein Riesenkonzert abgehalten hat. Über so eine Mensch, so viele Menschen. Sie war ein Heldin geworden. Wir können heute alle Helden werden. Wir haben die Chance, aufzustehen, sich zu aktivieren und Helden zu werden. Wir müssen uns nicht verstecken. Und jetzt, das sind meine drei Bitte. In der deutschen Gesellschaft, bitte nicht wegschauen, bitte nicht resignieren. Das wäre fatal. Da wären wir Kompliz, zu was läuft, diese schrecklichen Sachen. Der zweite Punkt, das ist zu helfen, wo wir helfen können. Einfach die Ukraine fragen, was braucht ihr von uns? Die Ukrainer in der Ukraine nicht zu vergessen. Und wenn die sagen uns, ja, gibt uns Waffen, vielleicht zuzuhören. Ich weiß, das kann schwierig sein für einigen, jetzt sich damit einzufreuen, wieder Waffen zu liefern. Aber für diese Werte müssen wir stehen. Wir müssen die verteidigen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich bin ein Europäer. Ich wünsche mich, dass ihr Führungsrolle in der deutschen Gesellschaft übernehmen könntet. Und ich wünsche mir, dass Deutschland in Europa für diese Werte steht, für diese Liebe, für diese Empathie und mit seinen Taten das umsetzen kann. Ich wünsche mir, dass Deutschland eine Führungsrolle in Europa übernimmt. Ich hoffe, ich konnte Sie erreichen, ihn überzeugen, für eure Werte zu stehen und das Leben mit Mut und Charakter zu leben. Denn ich habe das alles von der Ukraine gelernt und ich möchte mich an die Ukraine danken für diesen Mut und dieses erfülltes Leben. Danke sehr.